Hallihallo und herzlich willkommen zum Daily Ranking. Ich habe gestern wieder eine Kiste aufgemacht und ein neues Auto bekommen. Und muss mich direkt mal entschuldigen, falls ich zwischendurch huste und es vergesse rauszuschneiden. Ich bin richtig krank. Ich habe richtig bösen Husten, so einen richtig ekelhaften, trockenen Husten. Wie gesagt, ich habe das Auto hier bekommen. Werde mit mir jetzt eine Runde spielen für heute. Mal sehen, was das so kann, ob mir das gefällt oder nicht. Im Zweifel nehme ich morgen wieder ein anderes. Auf jeden Fall ist mir schon den ganzen Tag übel. Und das ist natürlich schwierig, was zu essen. Ne, ich bin gar nicht Tobi. So, ich nehme wieder die defensive Position, wie immer. Bin mir nicht sicher, ob das Auto mir so vom Sound gefällt. Ist ein bisschen weird, der Sound. Ach verdammt, der kommt halt wirklich schneller hoch. Ich habe null Boost. Fuck. Das ist nämlich fast noch rasiert. Oh, ich bin ganz gut defensiv gerade. Das halte ich für eine dumme Idee, da hochzugehen. Hat auch einen gesehen. Oh fuck, da war ich zu schnell. Ich dachte nicht, dass der Ball so weit hinter mich tickt. No, er springt über mich drüber. Ach fuck. Den habe ich verkackt. Da wollte ich den Gegner wegdrücken, müssen wir sie behindern und hätte einfach fahren sollen, anstatt da noch ranzuditschen. Und dann habe ich ihn hier noch durch das Hin- und Herdrücken reingemacht. Hätte ich bremsen sollen, um ihn zu drehen, wäre besser gewesen, anstatt neben ihm herzufahren. Oh, gut getroffen. Schade. Boah, warum? Warum macht man den? Den wollte ich aber nur verlängern, deswegen bin ich drunter gefahren. Jungs. Wenigstens ist er zur Seite geflogen und nicht aufs Tor direkt. Oh, das war wieder gefährlich, 10, was der gemacht habe. Da ich nicht wusste, ob da noch einer am Tor ist. Ja, ich glaube mir den Boost. Danke. Ich bin im Tor. So, neuer Versuch. Verdammt. Ja, genau auf ihn. Da war der, der hinten stehen sollte, nicht schnell genug dran, muss man ja mal sagen. Da wäre auf jeden Fall auch der Gegner eher dran gewesen. Vor allem hat er nicht mal getroffen. Du wärst vorbeigeflogen, du bist an mir vorbeigeflogen. Ich habe den Ball mit meiner Spitze berührt. Und ich versuche noch nebenbei zu trinken. Das ist echt ein bisschen schwierig hier gerade. Fuck. Stellt er nicht hin, um den dann so zu quetschen. Wow. Das war ich nicht. Er hat es selber geschrieben? Ne, das ist unser Random, der mit oben rumflog. Sloping Cat. Report. Ich wollte wirklich reporten.
Das hilft auch niemandem, diese Kommentare. Wir wissen selber, wenn wir abfacken. Uff, ich hasse diesen Winkel, Mann. Ich hasse ihn. Ja, ich bin gerade richtig bad. Sie wissen auch, sehen auch immer, wenn ich komme und machen den dann raus. Und da ist er zusammengeflogen. Und dann ist er drin. Nice, 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 nice. Richtig gut gespielt, Jungs. Zusammen da in die Ecke zu fahren. Yep. Richtig gut gespielt. Dann sind auch noch langsamer Gegner. Wow. Okay, dann halt nicht. Jetzt spielen doch. Oh Gott. Viel zu langsam. Er hätte ihn dreimal spielen können, ja. Und du bist jetzt vorne geil. Wow. Er spielt ihn viel zu spät. Lief dann. Und dann kriegt er halt hinten mal rein. Geil. Krach aber heute gegen die Wand, meine Güte. Ach ja, jetzt sind sie noch am Boost snaggeln. Eigentlich waren so Defensive ganz gut, dafür, dass wir konstant nur Druck waren. Ach. Aber da ist da einer halt anders. Es kommt einer davon, wenn man immer zusammen auf den Ball fährt. Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn ich frühzeitig Match verlasse? Kriege ich dann nicht irgendeine Bestrafung? Das wäre irgendwie... Irgendeine Bestrafung wäre geil. Oh, wow. Oh, wow. Mann, was ist denn das? Dieser Quetscher dort. Plöpp. Und die plätschen ja links. Ernsthaft. Was behindert das, Mann. Wow. Okay, dann mach ich jetzt mal einen Abgang. Ich habe sogar gar nicht so viel Boost verbraucht, wie ich dachte. Oh fuck. Oh fuck. Ich krieg die Kurve nicht, die dumme Wichskurve. Ah, ich reg mich gerade viel zu sehr auf. Oh.
Wow, er hat es schön genommen. Falsche Richtung gedreht. Und ich habe keinen Boost. Schön. Da wollte ich nur das Gegner nicht rausspielen kann, deswegen habe ich ihn gegen die Wand gespielt. Und dann konnten sogar einer nehmen. Aber da war der Torwart nämlich draußen. Wir spielen eigentlich deutlich besser als die. Und das nur noch umsetzen in Sieg. Nicht zu langsam, brauche ich nicht springen nach dem. Wow, fuck. Mann, wir springen dann zusammen dort genau. Ach, was ein Pech. Da so zusammenspringen, dass er einfach liegen bleibt. Oh fuck. Ich werde einfach eiskalt wieder liegen. Bin ich lieber unten geblieben, nicht dass ich wieder vor den Tor quetsche. Na, ah, zu schnell. Zu schnell. Oh fuck. Da muss ich immer durchboosten. Nicht, dass noch irgendein Gegner auf einer Seite kommt. Mein Boost. Wow. Warum? Steht beide auf dem Haufen und dann macht er sowas. Ach, fuck. Fahr doch ins Tor, wenn du. Eigentlich habe ich das Gefühl, sind wir besser, weil wir fucken ab. Machen Fehler. Und die spielen die ganze Zeit konstant Kacke, sozusagen. So, jetzt keine Fehler mehr machen und gewinnen das Ding. Hier ausspielen kann man die ganz easy. Hier gerade so noch vorbeikommt und das Tor snackt. So, jetzt bin ich hinten und hoffe, dass das dann passt mit keinen Fehler machen. Puh. So, Overtime. Okay, er macht. Ach, der hat mit dem scheiß Boost vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass er auf mich gefahren ist. Was machst du da?
Den habe ich jetzt so weggespielt, weil ich dachte, sonst macht der Gegner eine böse Vorlage. Ach, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Ich habe heute meinen Fluchtank, ey. Ich kläre ihn halt raus, er ist ein bisschen schneller und er macht's dann nicht. Er springt einfach vorbei an den blöden Ball. Das nervt. Wo ist der Dritte? Oh, hab ich ihn nicht gesehen. Das ist eigentlich nicht mein Job da vorne. Oh, lol. Ja, das machst du. Sehr gut. Na gut, ausgespielt. Kann man nichts sagen. Und dann war dann einer schneller. Passt alles soweit. Schade. Oh fuck, der macht den halt echt so raus. Oh, was leckt denn jetzt? Das ist nicht gut, dass jetzt was leckt. Huh. Boost habe ich genug. Ja, kommt einen direkt von oben. War keiner da, um die Vorlage zu nehmen. Schade. Ich gehe mal zurück. Zurück, habe ich gesagt. Ah, verdammt, ich komme da nicht wieder hoch. Rechtzeitig. Wenn ich den so nehme. Lol. Wow, wo flog ich denn da hin? Nein! Ach, ich hab's verkackt. Oh Mann. Ich hätte es haben können. Ich hätte es haben können. Ich meine, die haben auch verkackt, aber ich hätte ihn echt noch haben können. Oh, fuck. Da habe ich komplett die Kontrolle verloren. Mir fällt jetzt gerade mal auf, dass in Rocket League im Game überhaupt keine Musik an ist. Oh Gott. Uff. Schwitzt mir gerade den Arsch ab, ey. Ach komm. Das Zerstören hat jetzt gerippt. Er kommt halt ernsthaft von hinten angeboost und zerstört mich aus dem Turm. Ach, sowas Sinnloses. Das finde ich irgendwie unsportlich, das bin ich meiner Meinung, ist dumm. Aber irgendwie muss man halt sowas einbauen. Schließlich kann es halt keine Aktion geben. Kannst du schlecht sagen. Man fährt durcheinander durch. Oh, er klappt mir den Boost, ernsthaft. Irgendwie hat der Wagen einen dummen Wenderadius. Hab ich so das Gefühl. Wow, da muss ich kurz bremsen. Ach komm.
Neben mir wird hier durchgeboostet. Da brauche ich, glaube ich, nicht fahren. Wenn die so neben mir in meinem linken Ohr rumboosten, dann fahre ich auch nicht. Dann bleibe ich stehen, weil ich davon dann ausgehe, dass die durchfahren wollen, um das Tor zu machen. Dadurch habe ich halt super wenig Punkte. Aber was soll's. Irgendwie hat das... Ich glaube, ich gehe wieder zum normalen Breakout. Ich finde den hier irgendwie bäh. Och Gott. Oh Gott, den habe ich nicht richtig erwischt. Ich hätte sich Boost hätte ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Oh, guck mal, hallo. Ah, da brauche ich nicht hochgehen. Oh Gott, wer kickt mich jetzt schon wieder weg? What the fuck, Mann? Oh, ne. Nichts Boost. 10 Boost. Wow. Hohohohohoho. Das war close. Warum ditchst du den nochmal? Warum ditcht man den nochmal? Warum ditcht man den? Wenn man den doch so schön rauskicken kann mit dem besten Schwung. Don't kick me. Stellen sie beide wirklich aufeinander und springen übereinander, ey. Dass das noch nicht zum Outplay geführt hat, ist ein bisschen verwunderlich. Oh, lol. Nice geschossen. Hat einen schönen Walldribble, also hat versucht einen Walldribble zu machen, ist nur ein Walltouch geworden. Den habe ich jetzt mit Absicht mal weggekickt. Damit er den Ball nicht rausspielen kann, richtig. Ja, den trifft er. Brauche ich ja nicht springen nach sowas, ey. Das ist unwahrscheinlich. Ach. Dass die den Bälle nicht treffen. Da habe ich sogar noch das entscheidende Tor gemacht. Krass. Puh, wenigstens eins gewonnen. Das war echt ein knappes Spiel. Und es gab eine Kiste. Ich glaube, in der Zweierkiste ist sogar noch was drin, was ich haben will. Das kann ich mal aufmachen. So als Bonus. Komm. Das hätte ich nämlich gerne noch für den Merk. Hier habe ich auch den X-Devil gestern rausbekommen. Den Rotor will ich allerdings nicht haben. Pixelfire ist mir echt egal. Die Lightning-Wills habe ich schon. Ich würde die Lobos gerne noch haben. Die finde ich auch noch sick. Der Rest, der ist ganz nett. Das ist auch ganz nett, aber ich verspiele hier keinen X-Devil. Ja, also eigentlich Warlock. Oh komm, machen wir. Aber wird wahrscheinlich eben in irgendwelche Grütze. Wow, Grütze, sage ich ja. Yay.
Weiß gar nicht, was ist denn? Ist hier irgendwas drin, was ich noch haben will? Hier habe ich den da schon bekommen. Den habe ich, glaube ich, auch schon. Will ich nur die Reifen haben, glaube ich. Den hier habe ich auch. Die Reifen finde ich noch mega geil. Die würde ich eigentlich noch gern haben wollen. Aber hier habe ich den Dark Matter Boost halt schon. Und den Breakout habe ich ja auch schon. Und die Räder finde ich kacke. Breakout Snake Skin wäre aber noch ganz sick. Na komm, machen wir auch noch auf. Ne, aber wenigstens die Räder, die ich haben wollte. Ich mag die nämlich vom Außen her. Finde ich voll geil. In Painted sogar. Nice. Es ist zwar nicht so viel anders, aber. Was ist denn das für eine Version? Das ist irgendwie lila oder so, oder? Das sind meine ersten Painted aus einer Kiste. Wo sind sie denn? Da. Kobalt, das wird blau sein. Okay. Packen wir hier nochmal hier drauf. Wo ist es denn da? Ja doch, ist schon blauer als vorher. Normalerweise sind die halt von Natur aus eigentlich relativ blau, nur so ein helles Türkis anstatt so ein Blau eher. Aber ich mag die trotzdem. Ja. Ich glaube, nächstes Mal spiele ich wieder mit dem. Also, das war's wieder für heute. Heute mal ein bisschen länger mit der Overtime und dem Case Opening sozusagen hinten dran. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.